Herzlich willkommen hier auf Aktienlust TV. Ja, heute geht es um das super spannende Thema Aktienrente. Ja, alle sprechen davon. Christian Lindner verspricht, dass es bald kommt. Wir werden heute effektiv den Startschuss dazu machen. Und wie ihr wisst, an einem Samstag machen wir natürlich ein bisschen Werbung in eigener Sache. Aber trotzdem, dieses Video ist für alle spannend, die letztendlich wissen wollen, ja, was ist eine Aktienrente? Wie kann ich mir das vorstellen? Und was ist da am Ende des Tages überhaupt möglich? Ihr müsst euch eines vorstellen. Ihr seid 40 Jahre alt. Ja, es ist jetzt meine Hypothese. Ihr steht mitten im Leben, im Berufsleben und ihr denkt an die Zukunft, an eure Rente. Was erwartet euch da? Ist eure Rente sicher? Was ist eure Rente überhaupt wert? Ja, und da werdet ihr sehr schnell zu dem Schluss kommen, das kann knifflig werden, das kann eng werden. Schon heute sind die Kassen leer. Von daher ist es extrem wichtig, selbst das Heft in die Hand zu nehmen. Und ich habe jetzt mal ein paar Rechenbeispiele hier dabei, die euch da die Augen öffnen werden. Jetzt geht davon aus, okay, ihr habt 500 Euro übrig, für eure Altersvorsorge monatlich zur Seite zu legen. Ja. Der eine hat 300 Euro übrig. Also ihr könnt das alles eigentlich an das, was ich hier in der Modellrechnung euch jetzt hier an die Hand gebe, übertragen. Wir gehen von diesen 500 Euro aus. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, okay, ich mache es in einen Geldwert, der mir 2,5% Zinsen pro Jahr garantiert. Ja, das ist schon trotz der höheren Zinsniveaus, die wir heute haben, schon ein bisschen tricky, so etwas zu bekommen. Und ob es so bleibt, das wissen wir auch nicht. Aber wir gehen mal von diesen 2,5% aus. Ihr spart jetzt 25 Jahre lang bis zu eurem 65. Lebensjahr 500 Euro in dieses Produkt an mit 2,5% Zinsen. Was habt ihr am Ende? Macht euch kurz Gedanken. Ich werde euch aufklären. Insgesamt habt ihr in diesen 25 Jahren 150.000 Euro dann eingezahlt und ihr habt rund 57.000 Euro Zinsen, die ihr darauf bekommt. Es stehen 207.000 Euro am Ende zu Buche, die euch zur Verfügung stehen mit 65 Jahren. So, jetzt übertragt das mal in die Vergangenheit. Was waren vor 25 Jahren 200.000 Euro wert und was sind sie heute wert und was sind sie in 25 Jahren wert? Da kommt ihr auch zu dem Schluss, ich weiß nicht, ob mich das so wirklich weiterbringen wird. Jetzt geht es um eine Aktienrente. Ihr spart 500 Euro ein in eine Aktienrente und wir erklären euch nachher auch gleich, wie das funktioniert. Ja. Und ihr geht von einer Rendite von 10% aus und das ist absolut realistisch. In allen unseren Börsenbriefen haben wir deutlich höhere Renditen, also 10% sind definitiv realistisch. So, wenn ihr 15 Jahre lang diese 500 Euro in der Aktienrente mit 10% habt ihr schon über 200.000 Euro bei 25 Jahren habt ihr sogar 622.000 Euro zur Verfügung. Jetzt gehen wir mal von 15% aus und auch das ist realistisch mit unseren Erfahrungen. Dann stehen nach 25 Jahren schon 1,4 Millionen Euro zu buchen. Das ist etwas mehr als die 207.000 Euro. Aber jetzt kommt der Clou. Ihr seid 65 und ihr sagt, okay, ich habe jetzt meine Aktienrente angespart, jetzt will ich natürlich zusätzlich was haben. Jetzt macht ihr einen Entnahmeplan, denn auch das ist möglich. Das heißt, ihr stoppt eure monatlichen Einzahlungen von 500 Euro und entnehmt von eurem Depot, das einen Wert von 1,4 Millionen hat, aber natürlich weiter arbeitet. Wenn ihr jetzt 20 Jahre lang Geld entnehmt von diesem Depot, ja, und ihr wollt es komplett verprassen, könnt ihr monatlich 17.500 Euro entnehmen. Also 500 Euro monatlich angespart 25 Jahren und dann 20 Jahre 17.500 entnehmen. Roundabout. Wenn ihr es aber sagt, okay, mir wäre es lieber nach diesen 25 Jahren, da stehen noch die 1,4 Millionen zu Buche, dann könnt ihr trotzdem 16.000 Euro entnehmen. Natürlich werdet ihr wahrscheinlich diese Summe gar nicht haben wollen. Ihr macht einen Entnahmeplan mit 5.000 Euro zusätzlich oder 8.000 Euro zusätzlich oder was auch immer. Es steht euch komplett offen. Aber da seht ihr, was möglich ist,
wenn man mit einer Aktienrente letztendlich arbeitet. Und der, der das jetzt startet, der euch jetzt zeigt, wie ihr eure Aktienrente aufbaut, das ist Markus Neugebauer vom Turnaround Brief. Und den begrüße ich jetzt ganz herzlich. Hallo Markus. Hallo Jürgen. Ja, deine Beispielrechnung haben sie ja schon aufgezeigt. Genau das ist der Punkt, den wir eigentlich im Turnaround-Brief jetzt aufnehmen wollen. Wir wollen jetzt das Aktienrentendepot starten. Und das hast du jetzt gerade gut erzählt. Über 15 Jahre 500 Euro, das kann man auch variieren mit beliebigen Beträgen. Man kann es mit 1000 Euro durchspielen, man kann es mit 200 Euro durchspielen, auch mit 50 Euro. Heutzutage kann man auch Aktienkäufe mit 50 Euro ohne Probleme vornehmen, weil die Broker das ja zulassen, weil die Gebühren sind so günstig, dass es da überhaupt kein Problem gibt. Und es ist ja auch so, Markus, wenn wir uns die Politik anschauen, ich meine, alle wissen, wir müssen was tun, wir müssen in die Richtung gehen, aber am Ende des Tages, die Produkte, die dann kommen werden, die werden doch schon wieder so uninteressant sein, dass sie letztendlich auch, was die Renditeerwartungen angeht, niemals das eröffnen, was letztendlich über direktes Aktiensparen möglich ist. Ja, die FDP hat es ja jetzt angeleiert, das Thema, das soll ja dieses Jahr starten, die Aktienrente. Wenn man aber mal sieht, mit was für Summen da hantiert wird, dass in den nächsten 10 Jahren 200 Milliarden Euro Kapitalgrundstock da sein sollen, um letztendlich die Altersrente dann etwas abzufedern. Ja, das heißt abzufedern, das heißt nicht zu ersetzen oder komplett zu erneuern, sondern da wird es einen kleinen Bonus dann geben. Ja, es ist aber die Frage, wer hält dann noch die Hand auf zwischendrin? Ja, früher bei der Riester hatten wir es gesehen. Da waren die Versicherungen ganz vorne dabei, die Gebühren dann mehr oder weniger so stark anzuheben, dass dann praktisch die Rendite Richtung Null ging. Teilweise hat man sogar mit Riester-Produkten sogar Minus eingefahren, was ja eigentlich gesetzlich gar nicht vorgesehen war oder beziehungsweise sogar verboten war, aber durch die Gebühren war es dann so. Und deswegen, also darauf zu verlassen, das halte ich für fahrlässig. Man sollte schon selbst vorsorgen. Und die Geburt meiner dritten Tochter, die hat mich jetzt endlich dazu gedrungen, da endlich mal was auch im Turnaround-Brief dann zu machen, weil die Nachfragen waren auch in den vergangenen Monaten aufgrund der Rentenproblematik und der Thematik auch so da, dass wir gesagt haben, da machen wir jetzt mal was. Ja, die Diskussion, die erreichen uns täglich. Ja, es ist ja auch in der Bild oft über Aktienrente das Thema. Alle interessieren sich dafür. Ja, wie kann ich das machen? Wie muss ich das machen? Du wirst jetzt deine Leser an die Hand nehmen und ihnen Monat für Monat eben aufzeigen, genau was letztendlich zu tun ist. Und ich darf dir auch an der Stelle mal gratulieren. 20 Jahre Turnaround, ja, das feiern wir ja auch heute. Und ich habe jetzt diese Beispiele mal mit 15% Durchschnittsrendite gemacht. Du hast in diesen 20 Jahren sogar eine höhere Rendite erzielt. Ja, unsere Durchschnittsrendite lag bei knapp 20%. Und das mit sehr konservativen Ansatz. Das muss man halt auch dazu sagen. Wir setzen zwar auf Turnaround-Werte, aber Turnaround ist ja nicht gleich Turnaround. Also Turnaround kann man so verstehen, dass man teilweise Pleitekandidaten nimmt und auf einen Turnaround spekuliert, wo dann vielleicht die Trefferquote von 20 Unternehmen gehen dann vielleicht 18, 19 pleite und einen hat man. Das machen wir ja nicht. Sondern wir gehen wirklich auf hochgrundsolide, hochprofitable Unternehmen, die ein Problem haben. Ansonsten würden sie natürlich nicht unter Wert an der Börse notieren, aber dieses Problem nicht existenzgefährdend ist, sodass wir sagen, dieses Problem ist nur kurzfristiger Natur oder mittelfristiger Natur und das Unternehmen, so wie es jetzt an der Börse gehandelt wird, ist einfach ein Geschenk, beziehungsweise da muss man jetzt einsteigen. So, also das alte Warren Buffett-Prinzip, kaufe den Euro für einen halben Euro oder den Dollar für einen halben Dollar, das ist ja das, was du hier vollziehst. Wir werden nachher auch ein paar Beispiele aufzeigen, da sind auch sicherlich ein paar Überraschungen dabei, weil nicht immer sind es wirklich Unternehmen, so diese klassischen, also viele denken dann an Turnaround, ja an so Langweiler, das sind auch spannende Unternehmen dabei, denn es gibt eben, und das zeigen ja nicht nur die letzten 20 Jahre, ich meine, wir machen Börse schon länger. Es gibt eben immer an der Börse auch Schwankungen, wo selbst richtig super spannende Trendaktien so günstig sind, dass sie natürlich zu Value werden. Genau. Und du hast ja vorhin schon richtig gesagt, man kann verschiedene Möglichkeiten wählen, wie man so einen Sparplan aufzieht. Ja? Man kann über Sparbuch gehen, ja? Da hat man halt keine Verzinsung oder wenig Verzinsung. Man kann über ein ETF gehen, dann hat man vielleicht 5%, wenn man einen guten rausfindet, vielleicht auch 6 oder 7. Aber wir haben halt gesagt, wir wollen das aktiv angehen, weil wir sagen, wir haben jetzt diese
ja, Expertise über 20 Jahre aufgebaut und sagen, wir haben über 20 Jahre bewiesen, dass das geht, 20% mit relativ konservativem Ansatz auch zu erzielen, sodass wir sagen, wir gehen jetzt wirklich auch in Aktienmärkte. Also es das heißt nicht, dass wir nur Aktien kaufen, sondern es kann auch sein, dass wir auch mal einen Markt kaufen. Das heißt, Markt darunter zu verstehen, dass wir sagen, Vietnam hat zum Beispiel jetzt extrem verloren aus dem und dem Grund. Wir kaufen jetzt mal einen Vietnam-ETF. Das ist zwar dann mal eine Ausnahme, aber es kann auch passieren. Ja? Wir können auch in Rohstoffe gehen. All diese Geschichten bildet sich dann ab über die Jahre. Und ich sage mal, du hast ja selber gesagt, 15 Jahre, 20 Jahre, wenn man für Patenkind oder auch jetzt für meine Tochter anspart, hat man ja viel länger Zeit. Ne? Ja, da kann man über 30, 40, 50 Jahre reden wir da. Und da kommen wir auf ganz andere Summen. Und über ganz andere Renditen reden wir da. Aber es eignet sich Also, natürlich auch für den Rentner, der sogar schon in Rente ist, vielleicht in Frührente ist mit 60 und sagt, die Rente ist mir zu schmal. Ich will die nächsten 10, 15 Jahre nochmal was machen, weil die Menschen werden heute nicht mehr nur 70 oder 60, ja, sondern 80, 90 kann man werden, 95, 100, ja, ist kein Problem. Und wenn nicht, kann man es immer noch weitervererben an die Kinder. grundsätzlich bietet der Turnaround-Brief natürlich auch für Anleger, die Geld haben, die viel Geld haben und nicht wissen, was sie mit tun. Immer sofort, du hast ja auch ein Basisdepot, was ja schon gigantisch gelaufen ist, über 1300%. Ja, und das ist ja auch eine Möglichkeit. Aber jetzt geht es ums Aktienspannen. Also, was sind die Voraussetzungen? Die Anleger brauchen letztendlich nur ein Depot, ja, bei einem gängigen Broker und bekommen dann von dir Monat für Monat genau die Empfehlungen, die sie investieren. Genau. Ich würde auch sogar ein Depot vorschlagen, welches 0 Euro kostet. Da gibt es jede Menge Auswahl im deutschsprachigen Raum. Also ich würde bei der Auswahl des Brokers auf jeden Fall, man kann sogar theoretisch auch einen Neobroker nehmen, weil man die Aktien ja sowieso sehr, sehr selten handelt, beziehungsweise gar nicht handelt, ja, wenn es im Optimalfall. Und so dass man die einfach liegen lassen kann. Wichtig ist, dass im Einkauf, gerade je niedriger die Summen, desto niedriger müssen auch die Gebühren sein. Das ist eigentlich so die Regel, die wir immer aufgestellt haben. Wenn man mit Genau. höheren Summen agiert, dann kann man auch theoretisch auch zu einer Comdirect gehen, ja, die dann auch ein bisschen Gebühren nimmt. Dann fällt es nicht so ins Gewicht. Aber mit niedrigen Summen sollte schon der Aktienkauf an sich kostenfrei sein. Und da gibt Also es machbar ist Beispiele. es wirklich, es gibt ja Sparpläne sogar mit 25 Euro, aber 50 Euro aufwärts Monat für Monat in die Aktienrente investieren. 500 Euro, das ist das, was du vorgeben wirst oder was du aktiv vollziehen wirst. Ja, aber wer das Doppelte macht, der kann das natürlich auch nachvollziehen. Jetzt haben wir 20 Jahre Turnaround-Brief und haben natürlich zum Start der Aktienrente auch ein sensationelles Angebot dabei zu sein, die ersten 2 Monate zu begleiten, deine ersten 3 Startaktien für das Aktienrentendepot natürlich auch in Erfahrung zu bringen. 20 Jahre Börsenbrief, 20 Euro das Angebot, alle Einzelheiten natürlich hier unter dem Video. Ja, kommen wir mal zu deinen Startaktien zu sprechen. Da hast du ja 3 Aktien, wir wollen da noch nicht so viel verraten, aber vielleicht mal eine Andeutung, was sind die ersten 3 Aktien oder welche Richtung zielen die und was sind deine Überlegungen dazu? Ja, wir haben eine Aktie aus dem Rohstoffbereich. Ich meine, wir sehen ja gerade aktuell, was im Rohstoffbereich läuft. Da geht alles durch die Decke und wir haben eine Aktie herausgefunden oder beziehungsweise die wir auch schon länger begleiten, die sich auch dafür eignet, für so ein Aktienrentendepot, die deutlich unter Wert gehandelt wird. Das heißt, der Buchwert liegt noch deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Es ist eine dividendenstarke Aktie und es ist eine Aktie, die von diesem Rohstoffboom super profitieren wird, die aber so noch nie jemand oder keiner groß auf dem Schirm hat. Weil letztendlich das Unternehmen auch in den vergangenen Jahren ein paar Probleme zu lösen hatte, aber die sind mittlerweile abgearbeitet. Dann haben Es wir gibt eine. ja Analysten, Markus, wenn ich da nochmal einschreiben kann, die sehen einen neuen Rohstoffboom voraus. Die sagen, da ist eigentlich viele Jahrzehnte oder ging es eigentlich gar nicht so richtig, aber jetzt stehen wir vor einem neuen Zyklus. Auch im Bereich Edelmetalle soll ja wirklich ein neuer Zyklus anstehen. Also das ist wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt hier in so einen, ja, Titel unter Wert einzusteigen. Ja, wir im Turnaround-Brief sehen auch einen super Zyklus auf uns zukommen im Rohstoffbereich. Wir sind natürlich, er läuft schon, ja, es wird auch mit Korrekturen zu begleiten sein. Das macht das Ganze ja dann auch so interessant, dass wir über lange Zeiträume das Ganze sehen. Und ich sag mal so, wenn wir schauen, wie groß der Rohstoffhunger auf der Welt ist, ja, gerade auch was neue Technologien angeht, dann ist das schon ein Wahnsinn und das ist vorhersehbar, dass in den nächsten 5, 10, 15 Jahren
da massive Preissprünge zu erwarten sind. Und darauf sollten Anleger unbedingt setzen. Das ist auf jeden Fall ein Muss. Spannend ist ja auch der zweite Wert. Da sieht man eben auch, dass man auch in Trendbranchen natürlich Turnaround-Situationen oder Value-Situationen vorsieht, nämlich das geht in den Bereich der erneuerbaren Energien. Genau, erneuerbare Energien hatten sie ja in den vergangenen Monaten oder Quartalen nicht ganz so leicht. Da hatten wir die eine oder andere wirklich schwierige Situation bei dem einen oder anderen Unternehmen. Wir haben aber jetzt ein Unternehmen aus Übersee, was extrem profitiert von diesem neuen Steuergesetz aus den USA. Und die werden in den nächsten Jahren massiv von diesen Steuernachlässen profitieren, sodass da schon allein, ohne dass wir jetzt überhaupt von neuen Märkten, dass China nicht mehr so eine große Rolle spielt oder gar keine Rolle mehr in den USA spielt, reden, dass sie nur von diesen Subventionen schon allein in den nächsten 5, 6, 7 Jahren schon 6 bis 7 Milliarden Dollar erwirtschaften werden. Und das ist ein riesen, riesen Ding, wenn man sieht, wie günstig das Unternehmen immer noch ist. Ja, und von daher, da setzen wir auch drauf, zumal das auch ein Zyklus ist. Es ist auch kein. Ja, keine Sache von 12 Monaten oder 24 Monaten, sondern das ist eine Sache. Ich sag mal, die USA befindet sich ja auch mitten in der Transformation. Da wird auch alles zugepflastert mit Solarpanelen und die entwickeln sich auch weiter. Die werden ja immer leistungsstärker. Und da wird auch mit Sicherheit in den nächsten 10, 15, 20 Jahren da richtig die Post abgehen. Und natürlich ist es ja auch da so, es gibt natürlich auch in der Zukunft Ersatzinvestitionen. Es ist Instandhaltung von Windanlagen, von Solarpanels. Also ich glaube, das ist auch eine weltweite Entwicklung, die gar nicht zu stoppen ist. Ja, beim dritten Kandidat bist du in China aktiv geworden. Es ist ja auch also für mich ja auch die Turnaround-Wette Nummer eins. Wann geht es in China wieder los? Wann kehren da die Investoren zurück? Du siehst jetzt auch eine gute Chance, vielleicht mal hier einen Fuß in die Tür zu stellen. Ja, Jürgen, du weißt, ich bin kein großer China-Fan. Den werde ich wahrscheinlich auch nicht aufgrund der politischen Situation. Aber was uns halt dazu bewogen hat, jetzt in dem Aktienrentendepot auf eine chinesische Aktie auch zu setzen, da werden mit Sicherheit in den nächsten Monaten auch nochmal die eine oder andere Wette dazukommen, dass wir sagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Wir wissen nicht, im Aktivdepot haben wir das Problem, dass wir sagen, na gut, das sollte schon in den nächsten 12 Monaten aufgehen. Da haben wir irgendwo so schon noch so ein bisschen den Zeitfaktor auch mit drin. Das haben wir im Aktienrentendepot überhaupt nicht. Ja, wir können jetzt analysieren. Der chinesische Markt ist spottbillig. Ja, also wenn man das vergleicht mit dem US-Markt, dann reden wir hier von ja von 5% von dem 10% vielleicht von dem, was jetzt die Pendants in den USA wert sind. Und machen wir uns doch nichts vor. China ist ein Wachstumsmarkt und das wird er auch bleiben und das wird er in den nächsten Jahren wahrscheinlich eher noch ausbauen. Sodass wir sagen, der Turnaround kommt, wir wissen nicht, wann er kommt, ist aber dann auch völlig unerheblich. Wir wissen, dieses Unternehmen, was wir jetzt kaufen, ist extrem günstig. Und wenn nicht die Welt untergeht, wird dieses Unternehmen sich mindestens verdoppeln in den nächsten 5 Jahren. Und da muss man sich ja auch eins sagen, ich meine, die Börse oder die Welt ist ja durchsetzt von Krisen, von Zyklen, von Zeiten. Aber hier so ein Aktienrentendepot, das baue ich eben mit Ziel auf 10, 15, 20, 25 Jahre auf. Und da kann man einfach davon ausgehen, dass 1,4 Milliarden Chinesen, deren Einkommensspirale ja deutlich steiler nach oben geht als in westlichen Industrienationen, die kapitalistisch modern strukturiert sind, die letztendlich irgendwann auch wieder Phasen haben werden, wo Investoren aus Übersee dort zu Hause, die brauchen den Westen, wir brauchen China. Also da setze ich ganz klar auch drauf auf die lange Sicht. Also das sind die ersten drei Kandidaten oder die ersten drei, die du in dein Aktienrentendepot aufnehmen wirst. Und dann gibt es Monat für Monat Zugänge. Und das kann man einfach nachvollziehen. Da muss man nicht nachdenken. Du übernimmst die Arbeit mit deinem Team und dann spart man in solche Titel hinein und macht natürlich auf die Jahre hin wirklich dann Renditezuwächse, die letztendlich natürlich, wenn wir die letzten 20 Jahre bei dir schauen, man so auch fortschreiben kann, weil das sind einfach die Erfahrungswerte, die wir haben. Ja, blicken wir mal in die Vergangenheit und zeigen auch, wie du an die Dinge rangehst, wie du an Aktien rangehst. Und wir haben hier ein paar Aktien dabei, die du in deinem Turnaround-Brief ja schon lange begleitest. Und die schauen wir uns heute mal an und was eben deine Beweggründe auch waren, hier einzusteigen. Wir fangen mal an mit einer Data Group. Ja, wir sehen hier den Chart und wir sehen natürlich hier den Turnaround 2007, 2008 und danach ging es eigentlich
Ja, in einer schönen Aufwärtsbewegung nach oben. Ja, aber Data Group, das war so ein Hidden Champion, habe ich, sage ich immer dazu. Also den hat niemand auf dem Schirm gehabt. Wir haben damals den Unternehmensvorstand gut gekannt und haben deswegen einfach mal das Gespräch gesucht. Ich fand das Unternehmen damals wirklich hochspannend, weil die damals eine Buy-and-Build-Strategie gerade im IT-Bereich gefahren haben. Und die haben sich wirklich kleine, junge Wachstumsunternehmen mehr oder weniger zusammengekauft, ähnlich das, was Cancom auch gemacht hat, und haben das mehr oder weniger zu einem großen IT-Dienstleister ausgebaut. Und wenn man sich den Chart, ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, hast du ihn da oder willst du ihn mal einblenden? Ja, wir blenden ihn gerade mal ein, ja. Ja, dann kann man sehen, dass wir da eigentlich First Mover waren. Wir haben eigentlich da einen relativ günstigen Einstiegszeitpunkt gehabt. Und die Dellen sieht man im Langfristchart eigentlich gar nicht. Ja. Die hatten auch Probleme mal zwischendrin mit dass man ein Jahr dabei war, wo wenig Wachstum war. Und dann hat die Aktie dann auch mal 10, 20% verloren. Aber wie du vorhin schon gesagt hast, in dem langjährigen Durchschnitt sieht man das überhaupt gar nicht. Ja. Dann denkt man, die Aktie wäre wie an der Schnur gezogen, nach oben gestiegen. Und nach heute haben wir, glaube ich, weiß gar nicht, wie viel Prozent es waren. Ich glaube, über 4.000% mit der Aktie gemacht. Klar, das wird nicht mit der Aktie der Fall sein, aber das sind dann so Unternehmen, die dann die Gesamtperformance dann auch nochmal extrem nach oben hebeln. Ne? Absolut. Und ich meine, letztendlich IT-Dienstleister, das ist ja auch noch in der Zukunft gefragt. Wir haben diese ganzen KI-Anwendungen. Ja, die wenigsten Unternehmen wissen, wie man das letztendlich in der Tat umsetzt. Das kommt natürlich solchen Unternehmen wie der Data Group letztendlich zugute. Eine zweite Aktie, die du auch dabei hast, natürlich, das waren so klassische Turnarounds, und das weiß ich auch, das ist auch eine Aktie, die ich immer schon geliebt habe. Und wenn es die billig gab, da war ich immer dabei. Und natürlich, wir kennen ja auch den alten Unternehmensgründer, und mit dem hast du ja auch schon letztendlich zu tun gehabt. Wir reden hier von Sixt. Genau. Erich Sixt ist wahrscheinlich jedem Begriff und auch die Werbung von Sixt. Die haben sehr polarisierende Werbungen immer gemacht und die haben mich auch immer sehr, sehr, ja, die waren für mich, also haben meinen Humor bedient, sage ich mal. Und von daher habe ich auch damals schon, wo Sixt noch relativ klein war, da habe ich schon damals vor 20 Jahren oder ich weiß nicht, wie lange es jetzt her ist, 18 oder 20 Jahre, genau, ein Interview mit Erich Sixt geführt und da war er auch noch zugänglicher. Heute ist er ein bisschen abgeschotteter, hatte die Söhne ein bisschen reingelassen. Aber das ist halt ein Unternehmer, absolut alter Schule. Und da sieht man wirklich noch deutsche Kaufmannskunst. Ja? Und das hat mich damals so beeindruckt in dem Gespräch, sodass ich gesagt habe, wenn das Unternehmen, was der führt, nichts wird, dann fresse ich auf gut deutschen Besen. Und so war es dann auch. Er hat es wirklich von Grund auf nach oben gezogen. Und jetzt in den USA expandiert, gehören jetzt schon zu den ersten drei besten oder größten drei Autovermietern in den USA, haben fast alle Flughäfen schon besetzt. Also die sind auf einem steilen Wachstumskurs und die Aktie trotz der Kurssteigerung ist heute noch günstig. Das ist der Clou bei der ganzen Geschichte. Also Aktien, und das sieht man eben, solche Turnarounds, wenn die mal gegriffen haben, ja, dann genießt man die Zeit danach, ja, und sieht, wie letztendlich sein Investment wächst und gedeiht. Das war auch bei CTS Eventim der Fall. Das ist ja auch ein Veranstaltungsdienstleister, Ticketvermarkter. Ja, du bist auch schon immer gern auf Konzerte gegangen. Wahrscheinlich bist du deswegen auch auf die Aktie gekommen. Und ich weiß noch, dass du damals so abgewägt hast, nimmst du den einen oder den anderen? Warum hast du dich damals für CTS entschieden? Ja, CTS war damals mit DEAG so ein bisschen, also DEAG ist auch so ein deutscher Entertainment AG, das ist auch ein Konzertveranstalter. Die beiden, die waren so ein bisschen in der Konkurrenzsituation und den Schwenko von, also der Vorstand von DEAG, den hatten wir damals auch auf dem Schirm, fanden wir auch spannend, aber als wir dann CTS getroffen haben, wussten wir eigentlich ja schon damals, dass das Unternehmen letztendlich auch mit seinen innovativen Einfällen und auch Strategien da letztendlich die Nase vorn haben wird. Oder wir haben zumindest darauf gesetzt. Am Ende hat uns das Gefühl dann recht gegeben. CTS hat DEAG deutlich outperformt, was so die Kurse angeht in den letzten 10 Jahren. Und wenn man heute schaut, selbst heute ist die Aktie immer noch ein Value-Kandidat, weil hohe Dividenden, starke Cashflows ohne Ende, ja, nach Corona, klar, Corona war eine Delle, aber auch die Delle sieht man im Chart dann relativ ausgebügelt dann wieder jetzt in 2023, 2024
und sie sind schon wieder auf Allzeithoch unterwegs. Also das sind Aktien, die werden wahrscheinlich auch die nächsten 10 Jahre weitere Allzeithochs generieren. Ja. Und von daher Dass du alte auch Liebe. an die klassischen Trendwerte denkst und das sieht man auch bei der nächsten. Die hast du sogar aktuell zusätzlich noch an deinem Aktivdepot, nämlich Microsoft. Ja, auch damals natürlich 2007, 2008, da ging ja alles in die Grütze, alles in den Keller. Da hast du gesagt, also das ist jetzt natürlich eine Situation, wo man Turnaround-Situation bei den großen Technologieunternehmen en masse sieht. Bei Microsoft hast du zugegriffen und bis jetzt über 2000% mit der Aktie gemacht. Ja, das sind natürlich Stories, die musst du nutzen. Wenn es Brei regnet, dann muss man den Löffel hinhalten. Genau, wenn solche Qualitätsunternehmen so dermaßen unter Druck geraten, das haben wir auch in Deutschland dann teilweise gesehen in der Finanzkrise, was da teilweise für ein Kursgemetzel war, da muss man dann einfach einsteigen und dann sagen, liegen lassen und schauen, was dann die nächsten Monate, Jahre passiert und gar nicht mehr auf die Kursschwankungen achten. Und das war damals bei Microsoft ähnlich. Bei Microsoft war ja damals, das hat ja heute gar keiner mehr so im Kopf, da war sogar ein Pleite im Gespräch, ja, dass das Unternehmen pleite gehen könnte. Das muss man sich mal vorstellen. Microsoft pleite gehen könnte, ja, weil dann Konkurrenten kamen und im Endeffekt haben die alles outperformed, ja. Und da, Haben ein Burggraben sondersgleichen und ja, jetzt mittlerweile natürlich. natürlich auch im Bereich KI clevere Schachzüge gemacht, eines der führenden Unternehmen mit einer glänzenden Zukunft. Ja, Markus, du begleitest die Märkte schon sehr, sehr lange und ich weiß, wenn es an der Börse kriselt, ja, wenn alle Angst kriegen, dann weckt das bei dir die Lust zu investieren. Das ist natürlich der Ansatz, kaufe billig, verkaufe teuer. Zum Teil natürlich auch, meistens sagst du ja auch, nutzt das Potenzial nach hinten raus aus, macht vielleicht mal eine Gewinnmitnahme, aber lass das dann auch laufen, wenn es werthaltig ist. Wir schauen mal uns den S&P 500 an, seit 1950. Und da sieht man diese großen Krisen im Chart ja gar nicht. Ja? Und das ist ja das Thema bei der Aktienrente, zu sagen, es gibt nichts, was langfristig dynamischer wächst als Aktien. Schaut euch diese Indizes an. Und deswegen, wenn wir heute bei einem S&P bei 5000 sind, ist es ja auch, man muss kein Hellseher sein, dass das S&P irgendwann bei 10.000 oder auch bei 20.000 Punkten steht. Es ist immer nur eine Frage der Zeit. Genau, die Zeit ist dein Freund, sage ich immer. Und das muss man bei qualitativen Unternehmen oder ja, starken Unternehmen immer unterstreichen, dass man nicht dann auf die täglichen Kursschwankungen schaut oder was ist da jetzt passiert oder ist da mein Quartalsbericht nicht so, wie er sein soll, sondern man muss einfach auf die Qualität schauen. Ist die da? Man schaut sich die Bilanz an, schaut sich das Management an. Und wenn man merkt, es ist so, dass die Qualität vorhanden ist, dann ist die Zeit definitiv immer. Also ich bin jetzt 35 Jahre an der Börse. In den letzten 35 Jahren hat sich das immer bestätigt, dass die Zeit sich als dein Freund herausgestellt hat. Und wenn man nervös geworden ist und man hat zu früh verkauft oder man hat es dann eiligst, weil halt alle sagen, jetzt geht die Welt unter oder jetzt muss ich verkaufen, weil das geht jetzt pleite, das hat sich immer gerecht. Das ist so. Jetzt blenden wir nochmal gerade den DAX ein in den letzten Jahren und wir sehen ja immer diese Tiefpunkte, diese Dellen, von denen es dann auch wieder dynamisch nach oben geht. Das Schöne an der Aktienrente ist ja, man muss ja gar keinen Kopf machen, weil man kauft ja eben genau auch zu diesen Zeitpunkten weiter zu. Ja, das ist ja der Cost-Average-Effekt, der wird sich über die Dauer der Aktienrente natürlich bezahlt machen, dass man auch wirklich in den absoluten Krisenzeiten sein Geld investiert und da natürlich besonders die Schnäppchen macht, die dann auch zu der Outperformance führen. Ja, das Schöne ist sogar, ich sage mal so, es ist sogar eher noch eine ausgereiftere oder ausgefeiltere Strategie, weil ich selbst in solchen Märkten, wie wir sie aktuell haben, dass wir sagen, wir haben jetzt Höchststände bei den Indizes. Ja, wir haben aber teilweise Aktien, die haben teilweise 50% immer noch unter dem Höchststand liegen oder 80% teilweise. Sondern da kann ich mir eigentlich die Rosinen dann rauspicken. Wenn ich einen ETF habe auf dem MSCI oder irgendwas, dann kaufe ich immer den kompletten Markt. Das heißt, ich kaufe jetzt auf dem Höchststand. Das ist nichts Schlechtes, weil sich das, wie du sagst, über die Jahre, über die Monate glättet. Ja, ich kaufe mal billiger, ich kaufe mal höher. Aber da ist es halt so, ich kann dann wirklich zu einem beliebigen Zeitpunkt X, kann ich mir dann die Aktie oder das Investment heraussuchen, was ich jetzt gerne hätte. Und dann nehme ich natürlich das Billigste und nicht das Teuerste, ist so ganz klar. Absolut. Und nochmal zusammengefasst,
Ab Mittwoch nächste Woche geht es los. Da startet das Aktienrentendepot. Ihr könnt alle von Anfang an dabei sein und 2 Monate lang natürlich verfolgen. Ihr kriegt da natürlich auch die nächste Depotaufnahme ins Aktienrentendepot mit. Also 20 Euro für diese 2 Monate, das ist wirklich ein Schnäppchen, diese Strategie kennenzulernen, diesen ersten Startschuss kennenzulernen, dabei zu sein. Das ist unser Angebot an euch. Ja, Markus, aber der Turnaround-Brief, der bietet ja auch noch deutlich mehr als nur das Aktienrentendepot. Es ist ja auch wirklich eine aktive Betreuung, vor allem natürlich deine wöchentlichen Sprechstunden. Ja, genau, wöchentliche Sprechstunde mittwochs immer 2 Stunden. Und ansonsten sind wir per E-Mail auch immer erreichbar, wenn irgendjemand was Brennendes hat. Und natürlich tägliche Betreuung, wenn irgendwas schief geht an der Börse oder wenn irgendwas Wichtiges passiert, berichten wir darüber. Und ansonsten ruhigen Investmentstil. Ich glaube, das ist in der aktuellen aufgeregten Zeit, glaube ich, das, was am besten den Leuten tut. Das ist einfach so. 20 Jahre Turnaround-Brief, jetzt startet das Aktienrentendepot. Lieber Markus, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns, für die Aktienlust-Zuschauer. Und natürlich, ich drücke dir die Daumen für den Start des Aktienrentendepots. Ich finde das richtige Produkt zur richtigen Zeit. Und ich glaube, dass das viele begeistern wird und sich viele dafür interessieren werden. Vielen Dank an dich, lieber Markus. Jürgen, ich danke dir. Ja, liebe Aktienlust-Zuschauer, jetzt liegt es an euch. Wie gesagt, unter dem Video könnt ihr dabei sein, könnt eure 2 Monate Turnaround für 20 Euro zum 20-jährigen Jubiläum sichern, den Start in die Aktienrente aktiv begleiten. Macht das, tut das. Und wenn ihr es für eure Enkel macht, ja, spart euch Monat für Monat an, weil der Staat wird euch nach hinten raus verlassen. Da wird für euch nicht so wirklich was hängen bleiben. Da sieht es düster aus. Nehmt das Heft selber in die Hand. Die Aktienrente, das Aktienrentendepot, das ist jetzt der richtige Einstieg für euch in eine sorglose Zukunft, ja, in eine sichere Rente. Und natürlich, und das Schöne daran ist, wenn ihr nach 20 Jahren schon aufhören wollt oder nach 15 Jahren aufhören wollt, es liegt immer an euch, ihr seid nicht gebunden in irgendeinem Produkt mit Laufzeit. Es liegt immer an euch und wenn ihr es noch 30 Jahre machen wollt, dann macht es 30 Jahre. Es wird euch finanziell frei machen und das ist das Schöne daran. Also, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart, dass ihr zugeschaut habt und natürlich drücke ich euch die Daumen für eure persönliche Aktienrente.